Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf unserem Kanal mit mir, dem Torben. Ich bin mal wieder alleine, Tobi und so, was heißt Tobi und so? Tobi war ja in den letzten Folgen immer dabei, ausnahmslos. Aber heute bin ich alleine, weil wir ja gerade aus Dublin zurückgekommen sind. Also das heißt gerade, es war jetzt schon vor 2, 3 Tagen. Aber ich habe ein Thema anzusprechen, ja, was sich schon viele eine längere Zeit lang wünschen. Und was auch selber mir am Herzen liegt, weil ich einfach mit euch auch spielen will, ab und zu. Deswegen bin ich hier, also ihr werdet es wahrscheinlich schon erraten haben, es geht um den Clan. Und deswegen bin ich hier auch in der Clan-Runde mit 004 Chris und Tumarco. In der Viererrunde, hier ist noch einer mit im Team und ich muss die ganze Zeit irgendwie aufstoßen. Paluten, ist das die Map, ne? Die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Naja, es geht um den Clan. Fangen wir da nochmal neu an. Also, wie kommt man nochmal in den Clan rein? Dazu habe ich schon vor längerer Zeit mal ein Video gemacht. Ich werde es aber also in diesem Video nochmal erklären. Das letzte war jetzt so, glaube ich, schon ein Jahr her. Das ist ziemlich krass. Das war vor New York, das weiß ich noch. Da wurde dieses Clan-Update gerade released. Und die Regeln, um in den Clan reinzukommen, sind immer noch dieselben. Nur jetzt nicht mehr unter dem alten Video oder unter irgendeinem Video, sondern unter diesem Video. Schreibt ihr bitte. Also jetzt kommt, wie ihr das schreiben müsst, damit Humarco auch weiß, wen er annehmen kann und wen nicht. Ihr schreibt bitte da rein euren richtigen Namen. Das zuallererst. Und dann schreibt ihr euren Minecraft-Namen. Und dann schickt ihr Humarco eine Freundschaftsanfrage. Oh Mann, ich kann das ja gar nicht. Scheiße. Habe ich vergessen. Dann schickt ihr Humarco eine Freundschaftsanfrage. So. Humarco guckt dann durch die Kommentare und nimmt dann Freundschaftsanfragen an oder schickt selbst Freundschaftsanfragen an die Kommentare, sodass ihr halt in den Clan reinkommt. Also er schickt dann Anfra er schickt dann, was laber ich? Er schickt dann Freundschaftsanfragen rum oder nimmt halt eure an und lädt euch dann in den Clan ein. Torben, kommst du gut voran mit den Übungen für Fastbridge? Nein. Nicht so. Na, lol. Das war auch nicht planned. Nee, kam ich nicht. Es war ja jetzt Dublin und sonst habe ich auch noch nicht weiter geübt, muss man sagen. Ich sehe, dass du mich verarschen willst, Kleiner. So, bei mir backt der Block immer weg. Liebstes blaues Team, lässt du mich denn wenigstens hier? Lol. GG, Tom. Lass mich doch hier wenigstens zu dem anderen Team gehen. Oh, ich habe keine Blöcke mehr, das war's. That's it. Okay, den werde ich mir holen. Pass auf, wenn der hier hochkommt, ne, dann fliegt er runter. Bam, Junge. Ich habe so lange drauf gewartet und ich habe es geschafft. Ich bin der Beste. Worum ging's? Ach ja, um den Clan, richtig. Also, Humarco eine Freundschaftsanfrage schicken, beziehungsweise er schickt euch eine, sobald ihr einfach nur den Kommentar richtig schreibt. Also das ist wirklich wichtig, um es Humarco so leicht wie möglich zu machen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass er sowas macht. Humarco so leicht wie möglich machen, da eben Leute ein. Oh fuck. Eben Leute einzuladen. Und Tobi macht das auch. Deswegen macht es den beiden einfach so einfach wie möglich. Schreibt den Kommentar richtig, so wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Erst euren richtigen Namen, zum Beispiel bei mir Torben. Dann euren Ingame-Namen, wäre bei mir auch Torben. Also achtet da auf Groß- und Kleinschreibung und auf Richtigschreibung natürlich, weil sonst können wir auch nichts machen. Und dann müsst ihr noch darauf achten, dass ihr vorher in keinem anderen Clan seid natürlich, weil sonst können wir euch nicht einladen. Und dann wird Humarco auch nach einem Versuch aufhören. Und ihr müsst vorher eingestellt haben, dass man euch in Clans einladen darf. Wie das geht, weiß ich nicht mehr, aber da könnt ihr einfach auf Clan Help gucken. Ich denke, das solltet ihr hinkriegen. Grundsätzlich ist es jetzt in nächster Zeit auch cool, weil es gab jetzt wieder ein neues Clan Wars Update, sodass man jetzt Rank Clan Wars auch spielen kann, was ziemlich nice ist. Wenn wir dann da mal mit der ganzen Community ein bisschen zocken könnten.
Und deswegen fände ich es cool, wenn so viele wie möglich von euch in diesen Clan reingehen würden. Und dann könnten wir zusammen ein bisschen chillen, ein bisschen Spaß haben halt einfach. Ah, schade, ich dachte, ich könnte ihn da runterschubsen, hat nicht funktioniert. Hätte ich mal meinen Knüppel dabei gehabt. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, liebe Leute. Und ich würde sagen, das war's soweit vom Clan. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt einfach einen Kommentar. Ich werde den beantworten. Jetzt, da ich aus Dublin zurück bin, werde ich wieder auf jeden Kommentar eingehen. Das tat mir schon ein bisschen leid, dass ich das aus Dublin nicht machen konnte. Aber wie gesagt, war eine Schulfahrt. Und dann geht es für mich jetzt auch schon nächste Woche, also am Freitagabend bis Samstagmorgen, geht es für mich schon auf nach Schweden, also in den nächsten Urlaub. Diesmal sind das dann 2 Wochen und da habe ich echt übel Bock drauf, weil das wird so ein Urlaub, wie man den vorher halt noch nicht gemacht hat. Mit Abenteuer und so. Also wir campen in der Wildnis. Und ich bin gerade konzentriert, weil da war noch ein Gelber. Wir campen in der Wildnis, angeln und machen Feuer halt. Also so ein richtiger Abenteuerurlaub, was ich schon eigentlich noch nie gemacht habe, so richtig. Und dann in Schweden ist ja ein ultra cooles Land. Und deswegen freue ich mich da echt super drauf. Und mal gucken, was ich da alles so aufnehmen kann, weil da sollte ich dadurch, dass es ja ein Familientrip, Familienurlaub ist, sollte ich auch mehr Zeit dafür finden, meine Videos aufzunehmen. Und das werde ich dann auch versuchen, so gut wie möglich zu machen. Also Schweden soll echt das aufwendigste Video von mir bisher werden. Dublin ist kurz, bisher nur 2 Minuten habe ich zusammengekriegt. Weil ich auch gar nicht geredet habe. Also es ist ein reiner Vlog, wo ich halt aufnehme, aber nicht vlogge. Wow, gut, Tom. Fand ich jetzt im Nachhinein ein bisschen traurig, aber habe ich halt einfach nicht geschafft. Oh, danke. Habe ich ganz gut, denke ich, auf den Beat abgestimmt und so. Aber ich bin trotzdem halt nicht zufrieden, weil es für mich kein richtiger Vlog ist. Und das soll in Schweden anders werden. Da will ich dann auch richtig vloggen. Schweden muss natürlich auch mit Landschaftsbildern gefüllt werden, weil Schweden ist ein wunderschönes Land, ja. Ich war noch nie da, aber es soll wunderschön sein, sagt mein Vater und so. Und das weiß man ja auch. Schweden ist ja echt so ein richtig schönes Land in Skandinavien. Also wie auch die anderen skandinavischen Länder mit Wald, mit Seen. Ich glaube, ich muss es euch ja nicht erzählen. Ihr könnt euch ja selber was darunter vorstellen, denke ich. Auf jeden Fall freue ich mich darauf ganz besonders. Und ich wollte mir eigentlich noch eine Drohne kaufen vorher. Was ich dann jetzt wahrscheinlich aber sein lasse. Ich werde mir, wenn überhaupt, noch vorher eine Spiegelreflex besorgen. Weil alle Aufnahmen, die ich mache, sind mit der GoPro. Ich habe einfach keine Spiegelreflex, die eine Videofunktion hat. Nur noch eine ältere, die auch natürlich gut ist, aber die macht nur Fotos. Und deswegen will ich mir vorher noch eventuell eine neue Spiegelreflex besorgen. Falls ihr da Ahnung habt, was da so gut ist in der Mittelklasse, also ich will nicht zu viel Geld dafür ausgeben. So. Oh Gott, der ballert halt die ganze Zeit. Dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich echt begeistert. Weil also ich habe Ahnung davon, aber da habe ich gar nicht genug Zeit, mich mit auseinanderzusetzen. Dadurch, dass es einfach schon am Freitag losgeht. Deswegen wäre ich euch da echt dankbar, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet in den Commentaries. Mal gucken, was da zustande kommt. Sonst gehe ich nochmal nach Saturn und so. Lass mich da beraten. Und guck da mal, was ich mir für ein Gerät besorgen werde, anschaffen werde. Damit ich dann auch noch hochqualitativere Aufnahmen machen kann, sage ich mal. Also mit der GoPro, die ist ja schön und gut, die kann auch echt gut filmen. Also macht echt gute Videos. Jedoch ist somit der größte Nachteil an ihr erstmal, man hat keinen Bildschirm, man muss übers Handy gucken, was ja noch verkraftbar ist. Viel größerer Nachteil, man kann die nicht auf manuell einstellen. Die ist automatisch. Das heißt, fokussiert automatisch, belichtet automatisch, was auch immer. Man hat einfach nicht
die Freiheiten, die man mit einer Spielreflex hat. Und natürlich ist die Bildqualität von der Spielreflex trotzdem noch eine ganz andere. Ein viel wärmeres Bild, ein viel weicheres Bild. Ganz, ganz anders. Also wirklich komplett anders. Und deswegen freue ich mich also sehr auf die gute Spiegelreflex, wenn ich mir sie denn hole. Und da will ich dann auch ein bisschen rein investieren. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und jetzt finde ich, sollten wir hier mal die Runde ein bisschen voranbringen, weil das geht ja gar nicht, dass einfach so lange schon gar nichts passiert ist. Können wir den noch kriegen? Nein. Es sollte ja grundsätzlich eigentlich nur um den Clan gehen. Jetzt habe ich schon so viel mehr erzählt hier. Aber ist ja auch gut. Ich will ja auch erzählen. Ich will euch ja auf dem Laufenden halten. Komm, bitte, bitte sei AFK. Danke. Okay, er ist down. Und jetzt rushen wir gerade mal alles. Hier wird jetzt gerade richtig zerstört. Okay, der ist auch down. Down. Oh Gott. Er hat keine Spitzhacke, anscheinend. Doch, da ist ja einer von uns. Okay. Ja, dann machen wir es mal ganz kurz hier. Warte, lass mich mal ganz kurz. Okay, vergiss es, man kann ihn nicht mal eben kaufen gehen. Dann töten wir sie jetzt alle. Boom. Okay, hier sind auch schon alle weg. Die... Nur ein Blauer lebt noch, okay. Ich habe gerade nicht genug Geld für eine Sophie, aber das ist okay. Dann machen wir direkt weiter hier mit dem Zerstören. Wir müssen nur noch das Bett von Team Gelb kaputt machen, tatsächlich. Ein Team war schon komplett zerstört, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber naja, um nochmal den Clan aufzugreifen, ihr wisst jetzt, wie man reinkommt, also Kommentar mit richtigem Name, dann Ingame-Name und dann einfach eine Freundschaftsanfrage an Humako oder Tobi, an Cybertron senden oder einfach warten, bis ihr eine von denen bekommt. Die laden euch dann in den Clan ein und dann ja, werdet ihr einfach angenommen, also könnt ihr einfach annehmen. So wird das laufen, meine lieben Damen und Herren. So, Team Gelb ist weg. Jetzt nur noch den einen von Team Blau, der auch unser Bett kaputt gemacht hat. Der ist ein echt böser Bub. Ich weiß auch gar nicht, wo der versteckt hat, der kleine Fiesling. Wo der sich... Okay, er portet sich nach Hause, glaube ich. Oder ist einer von uns? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da hat schon wieder mein Handy ein paar Sounds abgegeben. Ist natürlich nicht so geil während der Aufnahme. Aber, naja. So. Er ist gestorben. Okay, Humako ist tot. Das ist nicht gut. Hier ist er irgendwie nicht. Wo ist dieser blaue Spieler? Ich frage mich aber auch, wie Humako gestorben ist. Weil das ist ja gar nicht so leicht eigentlich, ne? Der ist locker noch bei uns. Guck mal, da baut sich doch einer hoch. Das ist der bestimmt. Gucken wir mal kurz. Ja, da sehe ich doch einen Namen. Ah, das ist ein roter. Dann hole ich, glaube ich, mal so eine Sophie. Weil ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Seine versteckt sich hier in der Mitte. Nein, ich gehe nicht davon aus. Aber jetzt sich in letzter Zeit noch einmal Gold jemand geholt. Auch ein Frechdachs, ein Schlingel. Schlawiner. Naja, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, holen uns ein bisschen was von dem Gold. Holen uns dann Sophies, um den mal zu tracken. Damit ich auch mal weiß, wo ich mich drauf einstellen muss, wo ich ihn töten kann. Und dann sollte die Runde zu Ende sein. So. We need some Bronze. Bronze. Julinator. Julinator, alles klar. Du bist mein nächstes Opfer. Boah, das passt ja genau auf hier. Ach, guck mal, er hat auch eine. Okay, sie sagt da oben. Können wir schicken nochmal eine los? Ja, im Bett noch. Aber irgendwie... Ah doch, da ist er. Jo. Ich habe ihn nicht gekriegt. Schade. Naja, unser Team hat gewonnen. Das verdient ein GG. 15 Minuten Folge. Ist doch ganz okay. Ihr wisst jetzt, wie man in den Clan reinkommt. Ich habe es euch oft genug gesagt. Macht es bitte richtig, um uns allen Arbeit zu ersparen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.